Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zu einem Video, auf das ich sehr große Lust habe. Es soll heute nämlich ein wenig mehr um Fjodor Dostojewski gehen, einen meiner absoluten Lieblingsautoren. Und ich möchte in diesem Video mehreres. Unter anderem möchte ich mit euch über meine Erfahrungen mit Fjodor Dostojewski sprechen, wann ich angefangen habe, ihn zu lesen, was ich aktuell lese, was ich überhaupt empfehlen kann. Gleichzeitig möchte ich über wichtige Themen seiner Werke sprechen. Möchte über das aktuellste Werk, das ich gelesen habe, von ihm sprechen und verschiedenste Positionen aus der Literatur vergleichen. Und gleichzeitig möchte ich das ein wenig damit verbinden, es euch vielleicht einfacher zu machen, wenn ihr Dostojewski lesen wollt oder auch schon gelesen habt und noch nicht so genau wisst, wo ihr weitermachen wollt. Für mich ist dieses Video auch eine Art Dokumentation meines aktuellen Dostojewski-Standes, denn ich habe zwar schon einiges gelesen, aber noch nicht alles. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auch in den Folgejahren bei mir entwickeln wird. Meine Lesebiografie, gemünzt auf den Autor Fjodor Michailowitsch Dostojewski, beginnt im Jahr 2010. Da war ich gerade 18 Jahre alt. In dem Alter habe ich gerade einen Menschen kennengelernt, der mich sehr beeindruckt hat, vor allem mit seiner enormen Lektürekenntnis. Und dieser Mensch hat mir unter anderem empfohlen, überhaupt Dostojewski zu lesen. Ich kannte diesen Namen bereits sehr früh. Ich habe das Gefühl, das hat mich schon durch meine Kindheit begleitet, auch durch den Russischunterricht an der Schule später. Aber ich habe einfach nie ein ganzes Werk von ihm gelesen und wusste auch nicht, worauf ich mich einlasse. Dieser Mensch hat mich einfach dazu motiviert, etwas von Fjodor Dostojewski zur Hand zu nehmen, mir etwas zuzulegen. Die ersten beiden Bücher, die ich dann von Dostojewski las, waren Der Spieler, ein recht kurzer Roman, und Schuld und Sühne bzw. Verbrechen und Strafe in einer heutigen Übersetzung. Bei beiden Büchern ist eine nochmalige Lektüre ganz dringend angeraten. Bei Der Spieler kann ich mich, glaube ich, noch etwas besser daran erinnern, dass Dostojewski hier vor allem seine Spielsucht verarbeitet, indem er russische Menschen in ein deutsches Milieu setzt und mehr oder weniger dem Glücksspiel zuführt. Die warten eigentlich alle auf ein Erbe einer reichen Tante, Großtante. Diese Tante kommt dann aber selber angereist und verfällt der Glücksspielsucht. Und ihr könnt euch vorstellen, was ich dafür merkwürdige Konflikte daraus ergibt. Bei Schuld und Sühne ist meine Erinnerung tatsächlich nicht mehr die allergrößte. Ich weiß natürlich im Groben und Ganzen, worum es geht, um den Studenten Raskolnikow, der sich darüber erhebt, entscheiden zu können, ob man einen grausamen Menschen töten sollte oder nicht und es dann auch tut und dann eben im Laufe des Romans dafür Sühne leisten muss. Schuld und Sühne und Der Spieler sind mir sehr gut im Gedächtnis geblieben. Jedoch hatte ich dann eine ziemlich lange Phase, in der ich kein Dostojewski gelesen habe und ich kann euch auch nicht sagen, woran es lag. Ich hatte Lust darauf, ihn zu belesen, wusste aber nicht, womit ich weitermachen sollte. Und es hat dann tatsächlich erst wieder in meiner Booktube-Phase, Booktube-Zeit angefangen, also in Richtung 2015, 2016, also viele Jahre später. Und da las ich unter anderem folgende Werke. Begonnen habe ich dann mit etwas kürzeren Werken, unter anderem habe ich Die Sanfte oder auch Die Sanftmütige gelesen. Das ist ein innerer Monolog eines Mannes, dessen Frau sich gerade umgebracht hat und der sich dann natürlich darüber Gedanken macht, was in der Ehe vielleicht schief gelaufen ist. Ich glaube, 2015 kam auch ein neu übersetzter Band heraus, der sich Das Krokodil nannte, auch in dieser wunderschönen Optik. Da ist Die Sanfte im Übrigen auch mit drin und die titelgebende Geschichte erzählt unter anderem von einem Mann, der beschließt, in einem Krokodil zu leben, nachdem er in es hineingekrochen ist und er entwickelt da so seine ganz eigene Ideologie des Lebens. Also ein sehr humoristischer Band, definitiv. Ein Werk, zu dem viele greifen, die mit Dostojewski anfangen, ist Weiße Nächte. Das ist eine Liebesgeschichte. Das einzige Werk Dostojewskis, das er in Ruhe geschrieben hat und nicht unter Zwang, weil er schreiben musste und heftig verschuldet war, ist leider so im Vergleich zu allen anderen Dostojewskis, die ich bisher las, so das Schwächste und ist auch von der Liebesgeschichte her absolut grauenvoll, wie ich finde. Also Dostojewski kann ja auch nicht über glückliche Liebe schreiben und dieses Heftchen empfehle ich eher bedingt, außer ihr mögt merkwürdige, krude Liebesgeschichten. An ein Werk, das ich 2016, glaube ich, oder 2015 gelesen habe, habe ich auch kaum Erinnerung. Das ist Aufzeichnung aus dem Kellerloch. Ich erinnere mich gerade noch so an die ersten Sätze, wie ein Mensch davon spricht, dass er ein böser und verabscheuungswürdiger Mensch ist und dann beschreibt, wie er in einem nicht allzu guten Milieu lebt und herumkommt. Aber das war es, glaube ich, auch, was ich davon noch weiß. Ein ganz kurzes Reklamheft existiert außerdem unter dem Titel Der Großinquisitor. Das ist tatsächlich ein kurzer Auszug aus Die Brüder Karamassow. Das ist mehr oder weniger ein kleiner dystopischer Auszug darüber, dass Jesus zu Zeiten der spanischen Inquisition wieder auf die Erde zurückkehrt und sich anschaut, was die Geistlichkeit so tut und damit absolut nicht zufrieden ist und alle geistlichen Menschen ihn eigentlich wieder loswerden wollen, weil sie Jesus eben nicht brauchen. Und dann gibt es definitiv drei kürzere Werke, die immer etwas weniger Beachtung
finden, was ich als großen Verlust empfinde, denn diese sind zum Einstieg tatsächlich perfekt geeignet. Unter anderem ist das Dostojewskis Debüt Arme Leute, ein Briefroman, auch wieder über unglückliche Liebe, ein alter Mann, der in einem Armenhaus lebt und ständig Briefe schreibt an eine junge Näherin, die ihm allerdings keine Hoffnung macht und eigentlich auch keinen Sinn darin sieht, dass sie vielleicht mal Liebespaar werden oder ähnliches. Aber der alte Mann hängt eben seinen Schwärmereien nach und kann ihr nicht so richtig entsagen. Ein weiteres Werk Dostojewskis aus seinen Anfängen ist Der Doppelgänger. Das ist ein romantisches Motiv, was er übernimmt, bei dem man sich fragen kann, ist die Figur, die als Doppelgänger auftaucht, ist das nur eine Abspaltung der Persönlichkeit der eigentlichen Person oder ist das wirklich ein Doppelgänger, der da existiert und das exakt selbe Leben wie dieser Mensch führt? Definitiv eins der humoristischsten Werke von Dostojewski, die ich jemals gelesen habe und was einfach nur Spaß machte zu lesen. Und wenn wir schon bei Spaß und Humor sind, abgesehen davon findet man das, glaube ich, in allen Dostojewski-Werken, sei noch Der ewige Ehemann genannt. Dieser hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das beschreibt die Situation eines Mannes, der herausfindet nach dem Tod seiner Frau, dass diese einen Liebhaber hatte. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es aus der Sicht des Liebhabers geschrieben ist. Und der hat so gar keine Skrupel und macht sich sogar noch über den Ehemann irgendwie lustig und einfach nur herrlich. 2017 hatte ich dann ein relativ Dostojewski-freies Jahr. Und es hatte einen Grund, denn ich hatte noch ein Werk von ihm ungelesen bei mir im Regal, nämlich Der Idiot. Und dieses Buch hat für mich einfach sehr viele Anläufe gebraucht. Ich bin immer bis zu einem bestimmten Punkt gekommen, so auf Seite 700, und dann konnte ich nicht weiterlesen. Und ich kann euch auch nicht sagen, woran es lag. Weder fand ich das Werk langweilig, noch war es irgendwie anderweitig dramatisch. Und im letzten Jahr habe ich es dann einfach mit dem Hörbuch von Der Idiot versucht. Und damit hat es perfekt geklappt. Und ich glaube, der Fürst Mischkin, der hier die Hauptfigur spielt, ist eine der absolut sympathischsten Figuren, die überhaupt existieren. Der Fürst Mischkin, der hier in die russische Gesellschaft zurückkehrt, nachdem er jahrelang in der Schweiz war, in der Therapie, um seine Epilepsie heilen zu lassen, kehrt eben zurück nach St. Petersburg. Er versucht, den Weg in die Gesellschaft zurückzufinden, jedoch wird ihm das sehr schwer gemacht von den Menschen. Das kommt natürlich auch seiner Epilepsie überhaupt nicht entgegen. Er begegnet einer femme fatale Nastassja Philippowna, die eigentlich von allen umschwärmt wird, die aber, glaube ich, das beste Porträt einer Borderline-Persönlichkeitsstörung in der russischen Literatur darstellt überhaupt. Also wenn euch psychische Krankheiten interessieren, Der Idiot ist voll damit. Und mein letzter Dostojewski, den ich jetzt im Februar 2019 gelesen habe, war Die Dämonen. Für mich ist es der dritte große Roman von Dostojewski, den ich bisher gelesen habe, nach Schuld und Sühne und Der Idiot. Und Die Dämonen ist definitiv kein Werk für den Einstieg. Wir haben eine wunderbare Dreiteilung dieses über 900-seitigen Romans. Wir haben einmal eine 300-seitige Hinführung, eine 300-seitige Konfliktverschärfung und eine 300-seitige Eskalation. Das heißt, ihr müsst euch erstmal durch 600 Seiten durchkämpfen und das erfordert tatsächlich ein bisschen Arbeit, denn ich habe das Gefühl, den Stil, den Dostojewski hier gewählt hat, der hält einen hin. Man hat einen Chronisten, der davon berichtet, was in einer russischen Stadt gerade passiert. Es gibt dort Unruhen, es bilden sich offensichtlich revolutionäre Zellen, die den Staat zersetzen wollen. Im Zentrum stehen hier mehrere Figuren. Wir haben ganz am Anfang einen älteren Herrn namens Stepan Trofimowitsch, der bei seiner Mäzenin Varvara Petrovna Stavrogina wohnt. Und die beiden haben jeweils einen Sohn, unabhängig voneinander. Und diese beiden Söhne sind im Ausland und auch schon davor aneinander geraten. Und gerade der Sohn von Varvara Petrovna Stavrogina, also Nikolai Stavrogin, ist ein ziemlicher Tu-nicht-gut geworden. Früher hat man ein großes Stück auf ihn gehalten, dann hat er sich plötzlich zum merkwürdigen Schabernack hinreißen lassen. Er hat unter anderem einem hochrangigen Menschen ins Ohr gebissen und ganz andere unflätige Dinge getan, also sein Schelmentum in den Nonsens eigentlich getrieben. Und dann ist er plötzlich für 3-4 Jahre ins Ausland verschwunden und jetzt taucht er wieder auf. Da soll er eigentlich in bestimmte politische Verstrickungen mit eingewoben werden, denn der Sohn, der zu Stepan gehört, der heißt Piotr, der tritt am Anfang noch so ein bisschen als der Bewunderer von Nikolai auf, aber er ist, glaube ich, so die Geburtsstätte allen Übels. Und auch was Nikolai so verbirgt, eröffnet sich ja im Laufe des Romans und ich sage euch, Die Dämonen ist ein grausiges Werk, wenn es darum geht, Menschenschicksale zu offenbaren und Menschen am Abgrund zuzusehen, denn Nikolai verbirgt eine Sache, die absolut grauenvoll ist. Ich glaube, ihr merkt schon bei der Vorstellung dieser Werke, dass bei Dostojewski bestimmte Themen immer wiederkehren und bestimmte Figuren sich auch immer wieder erneuern oder immer wiederfinden lassen. Das Allerwichtigste, und das ist auch ein Grund, warum ich Dostojewski so liebe, ist, dass er Milieu- und Charakterstudien zu schreiben weiß. Wir haben keine unfassbar umfangreiche Handlung, die sich da abspielt, sondern es geht immer darum, was ist im Menschen los, was passiert mit ihm, wenn er auf eine bestimmte Art und Weise handelt oder was passiert mit ihm, wenn ihm alle Werte abhanden kommen. Denn bei Die Dämonen geht es ganz groß um Nihilismus, also die Verneinung aller Werte und die Zerstörung aller Ideale, die überhaupt existieren. Und ich glaube, das 19. Jahrhundert ist für Russland so ein bisschen besonders, weil da sehr viele Strömungen aufeinandertreffen, also Nihilismus, Atheismus, Sozialismus und noch vieles andere. Man kann es, glaube ich, gar nicht alles aufzählen. Es ist einfach so überwältigend für den
den normalen Menschen und natürlich auch für die Menschen, die Dostojewski zeichnen. Und er kann ja durch die Bank alle Menschen porträtieren, nicht nur Adlige, sondern eben auch die ärmsten Menschen, Tagediebe, Nichtsnütze, schwindsüchtige Frauen. Einfach alles, was ihr euch vorstellen könnt an russischem Bodensatz und auch höherer Gesellschaft, kommt dort vor und wird von ihm aus nächster Nähe betrachtet. Und das in einem unfassbaren Detailreichtum, dass es fast wehtut, das zu lesen. Warum sind Dostojewskis Romane eigentlich so lang, kann man sich, glaube ich, fragen. Das liegt vor allem an seinen sehr langen Charakterschilderungen und an den unfassbar langen Dialogen und Monologen, die teilweise gehalten werden, und auch an Briefen, die dargelegt werden, Geständnissen, die abgelegt werden. Da ist ein unfassbarer Einblick in menschliche Seelen geboten, und das auf über 700, 900, 1200 Seiten, gerade was diese dicken Dostojewskis angeht, diese fünf großen. Da bekommt ihr, glaube ich, eine unfassbare Fülle geboten. Mit den benannten Milieustudien, die ich gerade erwähnte, was für Dostojewski eben sehr typisch ist, gehen sehr viele Dinge einher. Nicht nur, dass Armut geschildert werden, nein, auch Intrigen, Anstiftungen zu Suizid, Mord, generell Mord, Totschlag, Duelle, das kommt immer wieder vor, und ich glaube, kein Dostojewski-Roman kommt ohne einen Todesfall aus, und ganz oft wird dieser Todesfall durch irgendeine Art von gemachter Ethik der Personen gerechtfertigt, und das macht es nur umso grausamer. Das spielt wieder mit hinein in diese Negierung von Werten, von Nihilismus und allem, dass Menschen eigentlich nur zerstören aus Zerstörungswillen oder aus Überheblichkeitswillen oder aus irgendeiner Art von Gotteswahn, Gottesqual, die sie in sich tragen. Und das macht Dostojewski, wie ich finde, umso lesenswerter, weil er wirklich jeden Menschen am Abgrund zeigen kann. Gleichzeitig wird einem bei Dostojewski offenbar, wie zerrissen Russland zur Zeit seines Schreibens gewesen sein muss, welche Unruhen da geherrscht haben, dass Russland versus Europa immer ein ganz schlimmes Thema war, auch der Verlust von Glauben oder der Aufstieg des Atheismus ist ein enormes Problem in Russland gewesen, und darüber lässt Dostojewski seine Figuren auch immer debattieren. Also wenn es nicht um Religion und Glauben geht, worum geht es sonst bei Dostojewski? Aber das auf so eine ganz angenehme Art und Weise, denn Dostojewski selbst hat sein Leben lang damit gefochten, was Gott eigentlich von ihm wollte, und hat das immer wieder angezweifelt, ohne ihn aber komplett abzulehnen. Deswegen lässt er am liebsten eigentlich Atheisten und Gottgläubige miteinander streiten in seinen Werken. Wenn man heutzutage Dostojewski liest, dann hat man ja auch den großen Vorteil, dass es bereits eine große Fülle an Sekundärtexten gibt. Unter anderem habe ich erst vor kurzem Stefan Zweigs Essays über Balzac, Dickens und Dostojewski gelesen, und der Dostojewski-Essay war natürlich für mich der ausschlaggebende. Den wollte ich auch unbedingt vor der Lektüre der Dämonen lesen, um einfach nochmal eine andere Sicht auf diesen Autor zu bekommen. Eine grundlegende Aussage von Stefan Zweig ist unter anderem die Tatsache, dass Dostojewskis Figuren irgendwie zum Leiden geboren sind. Er zieht das vor allem aus Dostojewskis eigener Biografie, der ein wirklich schlimmes Leben gehabt hat, unter Epilepsie gelitten, gerade so noch einem Todesurteil entronnen, jahrelange Zwangsarbeit in Sibirien und dann die aufkeimende Spielsucht, der frühe Tod seiner Eltern, seiner ersten Ehefrau, und all dieses schlimme Leiden, diese ganze Qual, die Dostojewski irgendwie in sich trug, so schreibt es zumindest Stefan Zweig, scheint er auch in seine Romane und seine Schriften verwoben zu haben. Man muss sich auch bewusst machen, dass Dostojewski keinen seiner Romane nach Weiße Nächte schreiben konnte, einfach aus Lust am Schreiben, sondern er musste schreiben, denn er war hochverschuldet, er hat sich diese ganzen Vorschüsse für seine schriftstellerische Tätigkeit schon auszahlen lassen und hatte gar keine andere Wahl, als zu schreiben. Dann musste er noch von seinen Schulden dann fliehen, er war jahrelang in Europa, dort hat er ja unter anderem Der Spieler geschrieben. Ich glaube, Stefan Zweig schafft es darzustellen, dass ihr, wenn ihr Dostojewski lest, keinen Menschen finden werdet, der irgendwie nach Glückseligkeit strebt. Eigentlich leben alle unter dem Motto, ich leide, also bin ich, und die können gar nicht anders. Diese Menschen kommen aus ihrem Leiden nicht raus, und Dostojewski lässt sie da auch nicht raus. Es geht ihm immer darum, Abgründe zu schildern, das Ganze mit einer grauenhaften Präzision des Details, was eben Dostojewskis Realismus so richtig ausmacht. Was ich bezeichnend fand bei Stefan Zweig, er meinte, Dostojewskis Figuren sind wandelnde Fieberzustände. Obwohl sie nicht zur Ruhe kommen, langweilen sie sich ganz häufig, aber aus dieser Langeweile entsteht so viel Schund und so viel an Missetat, was euch in den Romanen begegnen wird. Ein moderner Autor, der Stefan Zweig absolut nicht zustimmen würde in all seinen Ansichten über das Quälende und Schwere bei Dostojewski, ist im Übrigen Eckhard Henscheid. Der hat diesen wunderbaren Band Dostojewskis Gelächter geschrieben, über den ich auch sehr dankbar bin, weil ich glaube, der hat meinen Blick auf Dostojewski nochmal völlig verändert und mir vor allem die Augen geöffnet für das Humoristische. Denn Eckhard Henscheid sieht vor allem in Dostojewskis fünf großen Romanen das humoristischste Potenzial, was ein Autor des russischen Realismus je gehabt hatte. In diesem Buch versucht der Autor, das Bild, was von Dostojewski für uns existiert, rundum zu erneuern. Unter euch sind bestimmt Menschen, die noch keinen Dostojewski gelesen haben oder die nur mit sehr viel Vorbehalt an ihren ersten Dostojewski
Dostoevsky rangegangen sind, weil sie von überall sich haben einreden lassen, Dostoevsky sei besonders schwer zu lesen und die ganze Schwere der russischen Seele läge in seinen Romanen, dann kann ich nur empfehlen, dieses Werk einmal zu lesen. Allerdings wird hier ziemlich viel aus den großen Romanen schon vorweggenommen. Jedenfalls plädiert Eckart Henscheid dafür, dass große Literatur nicht nur ernst und schwer sein muss, sondern vor allem Humor. Der Autor macht das Komische bei Dostoevsky vor allem daran aus, dass er seine Figuren extrem übertreibt. Nicht nur, dass er in unfassbare Charakterbeschreibungen investiert, nein, er lässt sie völlig ausschweifend dahin labern, lossalbadern. Man kommt eigentlich gar nicht weg von diesen Wortmassen, die ein Mensch produzieren kann und die überhaupt kein Maß halten können. Also die Figuren sind schon bewusst völlig überzeichnet und karikiert. Seine Prämisse des Buches ist einfach, Humor sollte in großer Literatur nicht zweitrangig behandelt werden. Ich plädiere auch eindeutig dazu, dass Dostoevsky mit viel Humor zu lesen und anzugehen. Ich denke, wenn man Dostoevsky liest, dann ist es auch nicht unwichtig, über Übersetzungen zu sprechen. Leider bin ich keiner von den 210 Millionen Menschen auf dieser Erde, die des Russischen so mächtig sind, dass sie es auch lesen können. Das ist allerdings mal ein großes Fernziel, Dostoevsky im Original lesen zu können. Allerdings schmort mein Russisch gerade auf so einem A2-Level vor sich hin und wird sicher in Zukunft noch ausgebaut. Ich bin aber froh über die vielen Übersetzungen, die ich gelesen habe. Ich wünschte, ich könnte euch mitteilen, dass ich bei meinen gesamten Büchern, die ich bisher von Dostoevsky las, eine bestimmte Übersetzerin oder einen Übersetzer bevorzugt hätte. Aber ich habe mal nachgeguckt. Ich habe bisher 9 verschiedene Übersetzer gelesen. 3 davon unter anderem von Svetlana Geier und 2 von Hermann Röhl. Viele dieser Übersetzer leben einfach nicht mehr. Das heißt, man kann natürlich ihre Übersetzungen von Dostoevsky immer noch lesen, aber alles, was neu übersetzt wird, ist natürlich dann von moderneren Übersetzern übersetzt. Aktuellere Übersetzerinnen von Dostoevsky wären unter anderem Christiane Pöhlmann und Alexander Nitzberg. Die beiden übersetzen ja auch Turgenev und Bulgakov und auch deren Übersetzung habe ich bisher sehr gemocht. Jedoch bin ich kein Experte. Darauf wollte ich eigentlich hinaus bei diesem kleinen rhetorischen Ausflug hier. Ich kann euch nicht empfehlen, welche Übersetzung ihr lesen sollt. Mir wurde immer angetragen, Svetlana Geier Übersetzungen zu lesen und das werde ich, was jetzt die großen Romane angeht, auf jeden Fall umsetzen. Lasst euch einfach nicht abschrecken von moderneren Übersetzungen. Lest einfach rein, schaut, ob euch der Stil gefällt. Bei Dostoevsky gibt es einfach so wahnwitzig viele Übersetzungen, dass es sich vielleicht auch lohnt, mehrere zu entdecken. Ganz zum Schluss möchte ich eigentlich am Ende noch darüber sprechen, was es euch vielleicht einfacher macht, Dostoevsky zu lesen. Denn Dostoevsky liest man eben nicht wie einen normalen Unterhaltungsroman, sondern da ist vielleicht ein bisschen Arbeit, ein bisschen Recherche notwendig rundherum. Das ist auch mein allererster Tipp. Befasst euch vielleicht minimal mit Russland, Russland im 19. Jahrhundert, mit Dostoevskys Leben, Dostoevskys Schreiben, seinen Themen. Vielleicht habe ich hier schon ein bisschen was aufgeführt, was euch hilft. Vielleicht ist auch dieses Video hier schon ein wenig hilfreich und hat euch gezeigt, wohin es mit Dostoevsky so geht und was man so alles lesen kann. Jedenfalls empfehle ich einfach nicht, so ins Blaue hineinzulesen, ohne etwas darüber zu wissen. Mit Gegenwartsliteratur mag das funktionieren, mit russischer Literatur ist das nicht immer so einfach, vor allem wenn man bestimmte Anspielungen da nicht versteht oder bestimmte Charakteristika. Also beschäftigt euch einfach mal mit der russischen Sprache. Was hat es mit diesen langen Namen auf sich? Warum sprechen die so oft Französisch? Warum essen die so komische Dinge? Warum steht da immer ein Samovar auf deren Tisch? Es ist super spannend, was über die russische Kultur zu erfahren, aber es einfach nur so nebenbei zu lesen, empfehle ich einfach nicht, weil ich glaube, dann nimmt man nicht besonders viel aus einem Dostoevsky-Roman mit. Des Weiteren würde ich euch empfehlen, wenn ihr diese Fülle von Dostoevsky-Romanen seht, fragt euch einfach mal, was in euer persönliches Leseinteresse fällt. Wollt ihr gern eine kriminalistische Studie lesen? Dann lest ihr Schuld und Sühne. Ihr wollt Dostoevsky überhaupt anfangen zu lesen, dann fangt nicht unbedingt mit einem der 5 dicken Romane an, sondern lest die kürzeren. Arme Leute, sein Debütroman, seine Kurzgeschichten wie Das Krokodil, eine peinliche Geschichte und Ein kleiner Held. Lest Der Spieler, um was Autobiografisches über Dostoevskys Spielsucht zu erfahren. Lest Der Doppelgänger, wenn ihr zum Beispiel romantische Motive mögt, die Dostoevsky in den Realismus transferiert hat. Oder lest Der ewige Ehemann, wenn ihr total bescheuerte Dreiecksgeschichten lesen wollt. Mein Plädoyer ist sowieso, bei Klassikern erstmal an die kürzeren Werke zu denken. Denn diese sind absolut nicht minder interessant und machen es so viel einfacher, in einen Autor und sein Werk einzusteigen. Also macht es euch nicht schwer mit einem dicken Dostoevsky, wenn ihr euch dafür noch nicht bereit fühlt. Und wenn es um Dostoevskys 5 umfangreichste Romane geht, dann empfehle ich euch, glaube ich, meinen Einstieg, den ich gewählt habe. Böse Geister oder auch die Dämonen und Der Jüngling und die Brüder Karamassow wird immer eher am Rande erwähnt. Also die Brüder Karamassow ist ja wirklich dann das längste, dickste, umfangreichste Werk, was man von Dostoevsky überhaupt lesen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Frage des Videos so richtig beantwortet habe. Das sind jetzt, glaube ich, viele Einzelstatements, die ich gegeben habe. Die Frage danach, warum ich gerne Dostoevsky lese, lässt sich für mich relativ
einfach beantworten. Ich habe das Gefühl, dass ich bei keinem anderen Autor bisher in den letzten Jahren so viel über die Menschheit gelernt habe, über den Menschen an sich. Ich habe das Gefühl, diese Werke, abgesehen von bestimmten Themen, sind absolut zeitlos, was das menschliche Innere angeht. Ich erfreue mich jederzeit an der Sprache. Ich habe bisher sehr viele Übersetzungen gelesen, die mir auch alle gut gefallen haben. Ich bin absolut begeistert von diesen Milieustudien, von Charakterstudien. Das sind Sachen, die ich gerne auch immer in der Gegenwartsliteratur lesen würde. Und Dostojewski ist für mich die Orientierung für gute Literatur. Ich habe das Gefühl, dass insgesamt nicht viel Enttäuschendes dabei ist und noch nie dabei war. Und ich glaube, auch die Zukunft bringt noch so einiges mit sich. Jedenfalls bin ich mit meinem sehr umfangreichen Video jetzt, glaube ich, zu einem Ende gelangt und möchte natürlich von euch wissen, wie sieht's aus mit Dostojewski bei euch? Wie haltet ihr es mit diesem Dostojewski, um mal die Gretchenfrage zu stellen? Mögt ihr ihn? Lest ihr ihn? Habt ihr vor, ihn zu lesen? Wenn ja, warum lest ihr gerne Dostojewski? Wenn nein, was schreckt euch vielleicht ab? Oder habt ihr irgendwelche negativen Erfahrungen mit Dostojewski gemacht? Dann teilt mir die doch gerne mit. Ich möchte, dass wir unbedingt in Austausch treten über diesen Autor, denn er ist für mich einfach absolut faszinierend, was Sprache, Charaktere, die Milieustudien angeht und alles hergenannte, der spezielle Humor, aber auch der große Aspekt des Leidens der Figuren und auch Dostojewski als Persönlichkeit ist einfach unfassbar interessant. Ein Wunder, dass ich noch keine Biografie von ihm gelesen habe. Zumindest keine nur Buchbiografie, sondern ich habe schon eine Graphic Novel zu dem Thema gelesen. Allerdings ist der Zeichenstil nicht so hundertprozentig meins, aber das fasste schon ganz gut Leben und Werk des Autors zusammen. Jetzt bin ich aber am Ende meines Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, verewigt euch gerne in der Kommentarsektion und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!